Entlang der lykischen Küste im Südwesten der Türkei finden Urlaubsgäste eine erstaunliche Angebotsvielfalt für unvergessliche Reiseeindrücke jenseits vom Massentourismus. Traumstrände mit goldgelbem Sand, bunte Hafenorte und bedeutende Sehenswürdigkeiten aus der Antike und der Religionsgeschichte sowie ein faszinierendes Flussdelta bieten eine spannende Symbiose aus Natur- und Kulturerlebnissen. Von der Provinzhauptstadt Antalya führt eine schöne Küstenstraße in Richtung Südwesten in die Urlaubsregion an der lykischen Küste. Das beeindruckende Küstenpanorama im Küstenort Finike ist einen Zwischenstopp wert. Nur wenige Kilometer entfernt von Finike erwartet die Besucher in der Küstenstadt Demre eine bedeutende Sehenswürdigkeit aus der Römerzeit und eine Pilgerstätte der Christenheit von Weltruf. Im heutigen Demre befand sich einst die antike Stadt Myra. Ein Besuchermagnet sind die lykischen Felsengräber, die in eine senkrecht abfallende Felswand geschlagen wurden. Die Grabtempel mit ihren aufwendig ins Gestein gearbeiteten Fassaden mit Giebeldächern, Balkonen und Scheintüren sind beeindruckend kunstvoll und ein begehrtes Fotomotiv bei Tagesgästen aus vielen Nationen. Direkt neben den Felsengräbern bietet das römische Theater von Myra eine Zeitreise in die römische Unterhaltungsszenerie. Das Theater misst 110 Meter im Durchmesser und bot vor 2000 Jahren über 10.000 Zuschauern Platz. Durch Sonnensegel angenehm beschattet, konnten die Zuschauer den Aufführungen auf der Bühne folgen oder zu jener Zeit auch den Blick auf das offene Meer genießen. Hauptanziehungspunkt von Myra ist die berühmte Basilika, die ihren Namen dem Bischof Nikolaus von Myra verdankt. Um jenen Nikolaus von Myra, der ab dem Jahr 300 nach Christus hier als Bischof amtierte, ranken sich zahlreiche Legenden und Mythen. Eine dieser Legenden besagt, dass die Christenheit dieser Persönlichkeit den Weihnachtsbrauch am Nikolaustag verdankt, dem überlieferten Todestag des Bischofs. Die dreischiffige Basilika aus dem 6. Jahrhundert war viele Jahrhunderte vom Schlamm des Demre-Flusses bedeckt und bietet nach umfangreicher Ausgrabung und Restaurierung einen faszinierenden Rundgang durch diese ehemalige Pilgerstätte der Christenheit. Farbige Fresken, deren Alter auf das 12. Jahrhundert datiert werden, sorgen ebenso für Erstaunen wie die gut erhaltenen Säle und die Details im Innenhof. Beim Abschied lohnt sich ein Erinnerungsfoto am modernen Nikolausdenkmal, das bei vielen Besuchern schöne Erinnerungen an Kindheitserlebnisse in der Weihnachtszeit erwachen lassen. An der Küstenstraße in Richtung Südwesten befinden sich direkt am Straßenrand zahlreiche Badebuchten mit schönen Sandstränden und in türkisblau leuchtendem Wasser. Sehenswert ist die kleine Hafenstadt Kasch mit ihrer bunten Boots- und Yachtmarina. Der malerisch gelegene Ort war übrigens bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts nur über einen Eselspfad erreichbar. Der Ortskern von Kasch steht wegen seinen griechisch geprägten Häusern in den Gassen unter Denkmalschutz und bietet eine romantische Kulisse für einen Stadtbummel.
Ein Naturerlebnis der optischen Extraklasse verspricht dein beliebtes Ferienziel weiter westlich von Kasch. Die Lagune von Dalyan im gleichnamigen Flussdelta bietet eine optimale Kulisse der Natur für eine eindrucksvolle Bootsfahrt durch das Schilflabyrinth. Unterwegs erscheinen lykische Felsengräber in den Felswänden, die bei den Bootstouristen für staunende Blicke und strapazierte Fotoapparate sorgen. Die Flussfahrt bietet Gourmets die köstliche Gelegenheit, eine Portion blaue Krabben auf dem Boot genießen zu können, die hier fangfrisch zubereitet werden. Nach der beeindruckenden Fahrt durch die kurvenreiche Flusslandschaft erreichen die Besucher den Itztuzu-Strand, der im Volksmund auch Schildkrötenstrand genannt wird. Die seltene Art der unechten Karettschildkröten hat im Naturschutzgebiet des Dalyan-Deltas ihr Laichgebiet und nutzt regelmäßig diesen Strandabschnitt für die Eiablage. Die weitläufige Landzunge in der Meeresbucht lässt viele Urlaubsgäste ins Schwärmen geraten. Das Küstenpanorama bestehend aus einem goldgelben Sandstrand, blauem Meer und grünen Bergen erinnert an Fotomotive aus Urlaubskatalogen und lädt hier live zum Strandspaziergang, zur Erfrischung im Wasser oder zum Sonnenbad ein. Eine Bebauung dieses Strandparadieses ist aus ökologischen Gründen generell nicht gestattet und verhindert somit eine intensivere touristische Nutzung. Wenn die Boote wieder gemächlich zurück zum Bootshafen tuckern, sind viele Urlaubsgäste um die schöne Lebenserfahrung reicher, dass die lykische Küste im Südwesten der Türkei eine interessante Urlaubsregion ist, die faszinierende Natur- und Kulturangebote für unvergessliche Urlaubstage bieten kann.